Wir hatten heute auf unserer Fraktionsklausur hohen Besuch. Wir haben nämlich Bodo Ramelow heute zu Gast gehabt, den Ministerpräsidenten von Thüringen. Und er hat uns eine ganze Menge über das linke Regieren erzählt. Ja, es ging um die Frage, was verbindet eigentlich linkes Regieren Berlin mit Thüringen? Da habe ich einmal erzählt, wie wichtig es ist, dass ich im Bundesrat eine größere Unterstützung habe und wie wichtig es war, dass die Linke in Berlin im Senat auch mit kräftiger Stimme dabei war. Das war für mich immer eine große Unterstützung, damit wir Themen, die wir durchsetzen wollen und durchsetzen müssen, um auf der Seite der Menschen einfach Verbesserungen hinzubekommen, auch im Bundesrat kraftvoller durchsetzen können. Und ich habe erzählt, dass scheinbar widersprüchlich, also die große Stadt Berlin und das Flächenland Thüringen, nicht so viel Gemeinsamkeiten hätten. Und dann sind wir relativ schnell drauf gekommen, was gut ist fürs Dorf, nämlich gemeinsames Miteinanderleben, Energiepolitik, die in der Region selber sich aufmacht, dezentral, regional, regenerativ für die Stadt genauso gut ist wie fürs Dorf. Oder Bildung, nämlich Bildung und Betreuung beitragsfrei. Also jedes Kind ist uns gleich viel wert und jedes Kind wird als Talent gefördert. Und das ist die Gemeinsamkeit, warum von links eine Antwort von Menschen gegeben wird und nicht vom Kapitalmarkt und nicht für den Kapitalmarkt. Genau. Und an der Frage diskutieren wir heute weiter. Wir diskutieren darüber, dass Krankenhäuser dazu da sein müssen, Menschen gesund zu machen und nicht Rendite zu erwirtschaften und dass wir eine starke öffentliche Daseinsvorsorge brauchen. Danke für deinen Input und für deine Arbeit und viel Erfolg. Dankeschön.